wie den Luftsturm. Ich liebe dich. Er war ganz beeindruckt von dem Design in der Güldenkammer. Das hat ja Heinrich Vogler gemacht. Und ich weiß, dass das immer für US-Amerikaner besonders reizvoll ist. Und die alte Halle hat ihn auch erreicht. Also diese 600 Jahre Stadtrepublik, die hat er mir abgenommen. Die Polizisten waren sehr, sehr kooperativ, muss ich sagen. Ich habe nur gesagt, geht bitte runter, seid so gut, Mike möchte die Fans sehen und möchte die Fans begrüßen. Und das hat er auch getan. Die Polizei hat, glaube ich, Blut und Wasser geschwitzt. Aber Michael ist ein Mensch, wirklich, wenn er schon mal so irgendwo ist, dann will er auch die Fans sehen. An den Stadtmusikanten, da wackelt alles. Und dann bin ich mit ihm da hochgegangen und habe gesagt, also ich passe auf, wir fallen. Dann hat er sich richtig festgehalten, so als wenn er sich drauf verlässt. Der passt mich jetzt auf, ja. Hat er auch kapiert, dass ich ein Mayor bin und dass ich genauso groß wie Michael Jordan bin, den kennt er natürlich. Und dass ich ein Basketballer bin, hat er auch kapiert. Also das ist schon easy gewesen, das war nicht kompliziert. Michael Jackson und seine Fans. Stets sucht er den direkten Kontakt. Freut sich über jede noch so kleine Aufmerksamkeit. Von der Öffentlichkeit oft missverstanden und belächelt, reagiert er nur selten auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Das ist alles sehr traurig. Ich möchte, dass alle meine Fans wissen, dass es nicht wahr ist. 99,9% davon ist falsch. Lest es nicht, glaubt es nicht. Das ist alles Schwachsinn, nur pure Sensationslust. Ich meine, sie machen das nur aus Geldgier. Also bitte hört nicht darauf. Es ist Müll. It's trash. Erst vor einem halben Jahr tauschte Michael Jackson sein komplettes Management aus. Einer sollte wieder Transparenz in seine Geschäfte bringen, Tarak Ben Ammar. Der gebürtige Tunesier ist ein Filmproduzent mit reichlich Hollywood-Erfahrung. Er weiß, wie man mit Menschen und Millionen jongliert. He's got the best crew in the world, the best professionals. Er hat die beste Crew, die besten Profis der Welt. Sie werden ja heute Abend die Qualität der Show sehen können. Es ist wirklich einfacher, als ich dachte, weil ich von den Besten der Besten umgeben bin. Und wenn du die Besten hast, schläfst du nachts einfach besser. Michael Bush ist schon seit 15 Jahren für Jacksons Garderobe verantwortlich. Allein an den Kostümen dieser Show arbeitete er über 3 Monate. Das sind die Showkostüme für heute Abend. Ich sortiere sie nach der Reihenfolge der einzelnen Songs. Das ist das Kostüm für Billie Jean. Michaels Hut, seine Jacke. Michaels Hat, Sequin Jacket.
Man braucht ca. 80 Stunden für das Einzelstück, um die ganzen Steine von Hand anzunähen. In diesen Fächern haben wir die 8 Einzelteile von Michaels ersten Kostüm, zum Beispiel die Beinteile. Die Armteile sind in sich beweglich, sodass er tanzen kann. Und hier oben haben wir seinen Helm. Es ist faszinierend, er weiß genau, was er will und wie ihm die Sachen stehen. Alles war für mich total neu, die Dinge, die er mir beigebracht und gezeigt hat, um mit ihm um die halbe Welt zu reisen. Michael sieht das kleinste Detail in einer Zeitschrift. Er geht in ein Museum und sieht etwas, was ihn inspiriert. Dann sagt er, sieh mal hier. Nein, es sind nicht nur seine Ideen, meine oder die von meinem Partner Dennis. Es sind unsere. Wir sind ein Team. Wenn er aus der Rakete steigt, hat er das Kostüm um seine Beine und Hüften. Ich brauche ungefähr 15 Minuten, um es Michael vorher anzuschneiden. Aber nur Sekunden, um es wieder abzunehmen. Das muss fix gehen, wenn man mit Michael auf der Bühne steht. Seine Bühnenkleider sind reichlich verziert, fast etwas zu übertrieben. Allein der Anblick fasziniert die Zuschauer. Michaels Privatgarderobe besteht aus Sachen, die du oder auch ich auf der Straße tragen würden. Übergrößen, bequem, viel aus Baumwolle, traditionelle Symbole, einfach größer, als man es eigentlich braucht. Außerdem mag er Farben. Rot, grün, blau. Er liebt schwarz. John Isaac ist erst seit einem Jahr dabei. Der mehrfache World Press Fotopreisträger ist der Tourfotograf von Michael Jackson. Er macht die Bilder für Plattencover, Kalender und Bücher. Nicht nur auf der Bühne, auch bei offiziellen Terminen schießt er die Fotos für Jacksons Archiv. What's your name? Nice to meet you. Er sagte, komm, zeig mir etwas von deiner Arbeit. Ich fragte Michael, ob ich 15 Minuten Zeit hätte, und er antwortete, nein, du hast 2 Stunden. Also zeigte ich ihm von 7 bis 9 alle meine Dias. Er war total beeindruckt und meinte, du hast mich mit den 17 Jahren deiner Arbeit durch die ganze Welt geführt. Und das alles an einem Abend. Viele meiner Bilder haben ihn sehr bewegt, weil er genau wie ich ein großes Herz für leidende Kinder hat. Und zum Schluss schlug er vor, vielleicht sollten wir gemeinsam ein Buch veröffentlichen. Ich schreibe die Geschichten und du machst die Fotos. Und ich sagte, das wäre großartig. Dass ich bei dem Song Heal the World auf die Bühne gehe, das war seine Idee. Einmal sagte er einfach während einer Show, komm doch hoch auf die Bühne. Ich wusste erst gar nicht, dass ich das sollte. So bin ich einfach hoch und habe angefangen, mitten auf der Bühne Fotos von den Kindern zu schießen. Und das ist nun ein Teil der Show geworden, was richtig toll ist. And then that became part of what I do in the show also, you know, which is great.